Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Fußballmanager 2014-2015 mit dem SV Eintracht Hamburg, ja, mit den ganzen Community-Leuten, die sich beworben haben. Hier in diesem Let's Play sind nur, bis auf ich, nur Leute, die hier in meiner Community bei Brohawk sind. Das freut mich sehr und wir haben zwei super gute Spiele hingelegt in den ersten beiden Spielen in der Regionalliga Nord. Und jetzt sind wir wieder in so einer kleinen Pause, wo wir noch ein bisschen uns vorbereiten können, noch ein bisschen trainieren können, spielen im Testspiel gegen Flensburg 08 und dann in der nächsten Folge geht's ran gegen VfB Oldenburg. Das wird ein schweres Spiel, auch wenn Oldenburg einen schwachen Start in der Liga hingelegt hat. Wir sind jetzt hier noch in der Bundesliga, in der Regionalliga Nord. Wir sehen eigentlich Oldenburgs immer, meiner Betrachtung, also in den letzten Speicherungen, die ich gespielt habe, war Oldenburg immer ein Favorit zum Thema Aufstieg, deswegen unterschätzt das nicht, dass sie zwei Unentschieden bisher gespielt haben. Es wird ein schweres Spiel, denke ich. Und leider haben wir, wenn ihr die Sportshow gesehen habt oder die letzten Folgen, wisst ihr ja, dass wir leider zwei Verletzungen haben. Felix Meier könnte eventuell gegen Oldenburg schon wieder dabei sein. Schauen wir mal. Der Sepp leider erstmal nicht. Ist schade, aber da kommen wir nicht drum. Wir sehen hier 44 Tage, der Sepp 16 Tage. Schade, dass es nicht in Monaten steht, die steht so in Tagen. Sind verletzt. Und schade, weil ich wollte diese Aufstellung mal noch ein bisschen mehr ausprobieren. Jetzt ganz kurz noch, es ist wirklich eine Angabe ohne Gewähr, also ich kann es nicht versichern, dass es so wird, aber in Zukunft versuche ich es so hinzubekommen, dass ihr so ein bisschen auf dem Laufenden seid, weil ihr postet immer, ihr kommentiert immer unter FIFA-Folgen oder City Skylines, hey, wann kommt die neue Fußballmanager-Folge, ist eigentlich nicht passend zum Thema, zu diesem Video, was ich da online gebracht habe, ich gebe natürlich immer so ein bisschen, ich mache nicht Tag für Tag, weil ich will ja, dass jeder das sehen kann, das Video, und kommentieren kann, der hier dran teilnimmt, besonders die hier mitspielen. Und nicht jeder kann jeden Tag Videos gucken, weil er beruflich unterwegs ist oder im Urlaub oder sonst irgendwas. Deswegen gibt es immer so ein bisschen ein, zwei Tage Pause. Aber ich versuche in Zukunft das jetzt so einzuordnen, dass wir ein System haben, einen Sendezeitplan, dass wahrscheinlich immer Dienstag, Donnerstags und Samstags eine Folge kommt. Aber wie gesagt, ich kann es nicht immer garantieren. Ihr seid ja eh Bros und guckt immer wahrscheinlich auf dem Kanal und guckt, wann ist die nächste Folge da oder so. Aber um so ein bisschen Struktur reinzukriegen, will ich das mal erwähnen und hoffe, dass wir es in Zukunft auch so ein bisschen hinkriegen, dass ihr da Bescheid wisst. Und gibt noch einen Wunsch hier von David Maleska und natürlich komme ich dem entgegen. Er möchte gerne die Trikotnummer 24 haben, die ist eh free. Also gehen wir da rüber, auch wenn ich finde, ein Abwehrverteidiger sollte immer ein bisschen eine kleinere Zahl haben, aber wenn das der Wunsch ist, komme ich dem gerne entgegen. So, wir müssen jetzt mal schauen, wir haben ja der Burgner leider kein gutes Spiel hingelegt und hat auch sofort seine Stärken wieder verloren. Es ist ja beim Fußballmanager ganz cool gemacht, wenn man ein schlechtes Spiel hat, dann verliert man auch mal ganz schnell Stärke, was einfach auch ein bisschen so wie bei FIFA ist mit den Kader-Updates, die nach einem Spieltag bewertet werden. Wie gesagt, wir müssen den Sepp, ja gut, mit dem können wir jetzt eh nichts machen, aber den Burgner müssen wir in der Form mal ein bisschen hochpushen wieder. Die Abwehr ist natürlich ganz toll und ich möchte da Lukas Stohwasser auch danken mit deinem Kommentar, dass du da so ganz cool bist und sagst, ey, ja, ich sehe das auch so, dass der Jürgen Becker gerade besser ist, kein Thema, lass den mal weiterspielen, aber ich werde alles geben, um auch die Nummer 1 zu werden oder mitzumachen und du wirst auch immer die Chance bekommen, auf jeden Fall. Der Julian ist ja auch erst 17, das heißt, es kann ja auch noch einiges passieren und Verletzungen gibt es ja auch, wie wir ja sehen. Also, da wird noch einiges passieren, denke ich. Finde ich aber gut, deine Einstellung. Und das zeigt Teamgeist, ne? Sagt man auch so. Mit dem Training machen wir jetzt erstmal noch nichts. Wir können mal gucken, ob wir ein bisschen labern können, auf jeden Fall. Und zwar gucken wir erstmal den Florian. Leider gibt es nicht mehr diesen Button. Ich wünsche dir alles Gute. Hoffentlich bist du bald zurück mit deiner Verletzung. Das fehlt echt. Das gab es, glaube ich, mal beim 12er oder beim 13er gab es das, glaube ich, noch. So, und den Birkner muss ich jetzt mal sagen, pass mal auf, Bro. Hau mal ein bisschen rein hier. Nee. So. Ein bisschen Gas geben nach dem etwas nicht so guten Spiel. Leider gibt es nicht so viel Auswahl, mit jungen Spielern zu reden, weil die anderen noch so jung sind. Und falls ihr jetzt tolle Geräusche hört, ich kann dagegen nichts machen. Der Nachbar wieder am Rumbohren. Irgendwie sind die immer nur am Bohren. Ich weiß nicht, was sie den ganzen Tag machen. Also, die bauen, glaube ich, jeden Tag irgendwie ihre Bilder neu um, weil sie denken, es ist langweilig. Irgendwie in letzter Zeit zumindest so.
So, Lukas Stoll steht hier, du brauchst eine Denkpause. Deine zuletzt gezeigte Leistung aber hat mir nicht gefallen. Das stimmt doch gar nicht. So schlecht war der doch gar nicht. Warum kommen hier so viele, du kriegst eine Denkpause? Da will ich jetzt nichts mehr machen. Ich klicke weiter. Nö, finde ich blöd. Vergnügungspark machen wir. Sperren wollte ich hier gleich drin haben. Guck mal, es gibt noch Wechsel, Neapel holt, lässt Gökhan ziehen nach Tottenham. Guck mal, auch Schalke hat Sané ausgeliehen nach Leipzig. Sané, der am Wochenende das Tor gegen Wolfsburg richtig geil gemacht hat, wer es gesehen hat. Jetzt also bei den Leipzigern. Wir schauen mal, was noch so am Start ist. Ein anderer Paulsen zu Bochum. Nicht der von Leipzig, das ist Yusuf. Ansonsten kommen auch mal Trainergerüchte, ob es da schon irgendwas gibt. Marcel Koller soll eventuell der Trainer von Zürich werden. Skippe steht kurz vor der Entlassung. Guck mal, in Deutschland natürlich nichts, weil da ist auch noch nichts passiert. Das berichtet Sport1. Und wir gucken, Nico Perry wollen wir ja noch holen. Und jetzt habe ich den Zettel noch nicht rausgeholt. Da haben wir ja noch Max, der ja noch werden will. Luis Mettke wäre die nächste, den ich jetzt hier den Nico umbenennen würde als Innenverteidiger, weil sie ja auch Innenverteidigerin ist oder sein möchte. Und wie gesagt, hier bei mir auf meinem Kanal gibt es keinen Rassismus oder Sexismus. Jeder ist hier gewünscht. Wenn jemand damit ein Problem hat, sorry, Bro, dein Ding. So, dann haben wir noch Adrian Reischer, Luis Rommel, Jan Marschalewski und Flo Heising sind hier auf meiner Liste, die in Zukunft noch Teil unseres Kaders werden, wenn wir neue Verpflichtungen haben aus sonst wo die. Obwohl Nico Perry ist ja leider ein richtiger Name, aber ich kann trotzdem Luis den Namen von Luise Mettke dann als Spitzname geben. Ich glaube, es passt auch, obwohl natürlich vom Aussehen ist natürlich was anderes. Da kann ich nichts ändern, aber ich glaube, dass es die Luise nicht stören wird, oder? Hauptsache Teil des Teams sein, oder? Irgendwie so ein bisschen. Ist halt schade, dass man nicht währenddessen noch Spieler erstellen könnte. Ist halt so. Wir können damit leben. Das Problem ist eher, dass wir kein Geld haben und ich kann nicht mehr machen. Das Präsidium verbietet mir hier das Ganze. Du wirst in der Regel spielen, machen wir mal noch. Und gehen dann eine Runde runter und gucken mal, ob er vielleicht kommt. Habe ich gar nicht mehr daran gedacht, weil Spielerbilder sind ja echte existierende Spieler und die kann man meistens nicht umbenennen. Simulierte, generierte Spieler vom Editor oder vom, wenn man das Spiel startet, die kann man umbenennen. Auch besonders Jugendspieler kann man umbenennen. Und mich ärgert es ein bisschen. Ich hätte einen kleinen. Oh, Nico Perry ist da. Also wir haben noch einen Innenverteidiger jetzt, aber kurz noch den Satz beenden. Ich will ja nicht schummeln in dieser Speicherung, aber was ich gerne geschummelt hätte, wäre im Editor gesagt, wir hätten eine super gute Jugendarbeit. Das hätte ich gerne noch gehabt, ehrlich gesagt. Muss ich ganz offen zugeben, weil bis wir da hinkommen, dauert es ja ewig. Und gut, können wir nichts machen. So, vielleicht musst du, Luis, jetzt gucken wir mal, ob wir dich da so auch umbenennen können. Ob wir wenigstens dir einen Spitznamen geben können. Wir schauen mal. Nee, das ist die Entwicklung. Und zwar einen Spitznamen können wir machen. Luis machen wir da jetzt mal. Das steht jetzt hier. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt auch auf den Trikotnamen geht. Ansonsten müssen wir da nochmal einen nicht registrierten existierenden Spieler holen. Was das Aussehen geht und vielleicht muss er nochmal Trikotnummer sagen und so weiter, was du dir wünschst. Machen wir jetzt erstmal Trikotnummer 34. Eine Webseite-Veröffentlichung reicht. Schwächer als erwartet ist noch schlimmer. Oh mein Gott. 53 die Stärke nur. Wir können leider den Spitznamen nicht anzeigen, also war das eine blöde Idee, den zu holen zum Thema. Umbenennen. Wir brauchen aber wirklich einen nicht existierenden Spieler. Ah, ist natürlich blöd. Spitznamen festlegen habe ich gemacht. Das bringt jetzt nicht viel. Müssen wir leider in der Winterpause in der kommenden Saison gucken, dass wir dann wirklich definitiv die nächsten Kandidaten, also Max, Luise, Adrian, Luis und Jan sowie Flo reinbauen. Seid einfach dabei. Hier wird, wie gesagt, mindestens dreimal die Woche eine Folge, drei Folgen die Woche, so wäre der richtige Satz, online kommen.
Und ich denke nicht nur, dass ihr, es macht auch Spaß, auch wenn ihr noch nicht dabei seid, diese Folgen anzugucken. Und ich bin davon überzeugt, da ja wir jetzt langsam die 500 Abonnenten knacken, dass auch noch mehr kommen werden, die sagen, hey, nimm mich teil, nimm mich rein. Also müssen wir mal gucken, was wir da machen werden. Mit dem Geld, das stört mich so ein bisschen, ehrlich gesagt. Irgendwo will ich nicht cheaten, aber irgendwo hätte ich auch gern so ein bisschen mehr Spektrum gehabt, mehr Auswahl irgendwie in dem Ganzen. Das ist natürlich etwas schwierig. Und jetzt wollen wir nicht so lange labern und gehen hier mal ins Training und gucken mal, was wir noch trainieren können in dieser Woche. Freistöße sollten wir auf jeden Fall mal trainieren. Ich glaube, die Trainingsgruppen haben sich da noch nicht geändert. Genau, sie sollen so bleiben. Hier die Defensive, hier die Offensive. Die Defensive könnte mal lange Bälle lernen. Da habe ich, glaube ich, hier so ein paar individuelle Pässe. Das habe ich schon mal seit langem vorbereitet. Jetzt lernen die gut Pässe. Und die Offensive macht Freistöße. Wenn wir das, glaube ich, können. Ich glaube, da müssen wir Standards anklicken. Ja. Standards. So. Oh, wir haben ein Sponsorangebot. Bauhaus möchte bei uns. Mann, haben wir viele verschiedene Banden hier. Das ist echt der Wahnsinn. 3 Jahre, 1800 finde ich zu wenig. Laufzeit senken. Mal gucken, ob die wollen. Oh nee, dann unterschreibe ich lieber das Geld haben. Wir sehen, wir haben ganz schön viele Banden und wir haben immer noch 14 freie Bandenplätze. So, dann müssen wir mal, wir spielen ja nur noch Golf, dann gehen wir jetzt lieber mal eine Runde segeln. Ich bin echt gespannt, ob Hans-Peter Schmattke, der sind wir, ist eine fiktive Figur, die ich mal erfunden habe als Komödiant, ob der noch jemanden kriegt hier, ne, zum Verlieben. So, der Fußballmanager sagt mir, ich soll mal ein bisschen plaudern noch, aber obwohl die Moral ja gut drauf ist. Oh, wir sind aber gesunken, was die Teamdynamik angeht. So, sagen wir erstmal hier, herzlich willkommen, du wirst auf jeden Fall bald wieder gehen, weil eigentlich möchte ich keine Fremdlinge drin haben, ich möchte gerne. Du hast Megatalent, Sefa, mach endlich was draus. So, mal gucken, was er sieht. Freut sich aber unverändert die Moral. Und ich rede lieber mal mit denen, die noch nicht so viele Gespräche hatten. Den Sepp würde ich gerne höhere Ziele sehen. Nee, eigentlich würde ich ihm eine gute Besserung wünschen, auch dem Felix Meyer, aber das geht auch nicht. So, Tokanel können wir sagen, du trainierst sehr gut. Jonas Stark. Körperlich stärker werden, das ist ganz gut, der junge Spieler. Der Kappes war ja richtig gut. Großes Lob an ihn. Definitiv. Aber leider kriegt er keine Pluspunkte. Ist blöd. Luca, sag ich jetzt auch mal, du hast Talent. Mach endlich was draus. Also, ne? Luca. Nicht Luca, sondern Lukas. Henning Beek, Verantwortung übernehmen, der wird bestimmt meckern. Ich möchte das nicht. Ich bin dazu einfach nicht der Typ. So typisch mal wieder. So. Alles klar. Weiter geht's. Die Fristbewerbung läuft ab zum Thema Stadionbewerbung für Europa League oder Champions League, aber da machen wir nicht mit. Das kostet Geld und unser Stadion ist, auch wenn es gar nicht mal so hässlich ist, also ist es Schwachsinn, jetzt schon teilzunehmen. So, SV Eintracht Hamburg gegen Flensburg 08, ein Nordderby. Hätten wir eigentlich auch mal anklicken können als Rivale noch. Wir hätten eigentlich noch einen gesucht, nämlich. Und das wird ein gutes, heißes Spiel. Wir gucken mal, was wir da testen. Also nichts gegen den Bäcker, aber das ist ein Testspiel, deswegen auf jeden Fall den Lukas Spielpraxis geben. Er ist ein bisschen hinten dran bei dem Ganzen. Maleska, gucken wir mal. Ich glaube, da lasse ich alles so spielen und mache jetzt hier Justin Kapp ist ja gut drauf. Dann lassen wir mal diese Aufstellung, diese Formation weiter testen und Nico Perry machen wir, oder Luis. Eigentlich schade, dass der Spitzname hier nicht angezeigt wird. Eigentlich wäre das ganz cool. Aber ich glaube, dass wir, liebe Luise, ich glaube, wir kaufen dir irgendwann einen anderen Spieler nennen nicht um. Ich glaube, das ist Schwachsinn. Das ist ja irgendwie uncool. Fühlt sich nicht an, als wärst du Teil des Teams, oder? So ein bisschen meine Meinung. Ich glaube, das siehst du eventuell auch so. So, ich würde aber trotzdem hier, obwohl den Müller-Maybach, den will ich jetzt schon mal spielen lassen. Es nervt mich gerade so ein bisschen, dass ich ihn
dass der nur RA kann. So ein bisschen. Pascal hätte ich nämlich auch gerne gesehen. Ja, aber ich hätte gern OM, ehrlich gesagt, dabei. Ich hätte gern OM dabei. Mir fehlt, es ist typisch mal wieder Fußballmanager oder überhaupt Fußball. Ich wünschte, man hätte 12 Männer auf dem Platz. Dann hätte ich, könnte ich immer meine Wunschaufstellung machen. Die wäre nämlich so. Und ein OM noch. Vielleicht ändert sich's ja irgendwann mal. So. Ich gucke jetzt mal, Henning Beek. Kappes ist leider saugut drauf, sonst hätte ich jetzt mal gesagt, ich spiele nur mit einer Dreierabwehrkette, um da mal den OM noch hier hin zu knallen. Aber ich will Kappes eigentlich jetzt nicht rausnehmen, sonst verliert er seine gute Form. Deswegen... Ah, so schwierig und so schwierig. Ich werde jetzt Pascal für Stoll reinnehmen, dass er spielen darf. Später bringen wir noch Nico Perry rein. Der wird ja eh nur Ergänzungsspieler sein. Eine Safe, das wir haben. Eine Backup für Maleska und Tökane. Dann Henning Beek spielt nicht, sondern Sefer, dass er auch weiter sich beweisen kann. Ja, und das OM nervt mich halt, ne? Dass wir keinen OM haben. Aber ich glaube, da werde ich jetzt mal Ronaldinho rausnehmen. Und lasse Vellarul spielen, der eigentlich eine super Vorbereitung gemacht hat. Nur jetzt gerade taktisch gesehen, die OMs gerade ein bisschen hinten dran. Also sind so ein bisschen, aber nicht taktisch, sondern eher formationsmäßig. Und wir schrauben mal den Einsatz eine Runde runter. Ansonsten bleiben wir so, denn erfolgreich war es ja bisher. So, Laufwege. Da machen wir das mal so, dass diese hier mehr innen reinlaufen. Das ist mal ein neuer Versuch, weil wir haben jetzt ja drei Außenspieler. Das ist natürlich das Interessante an dieser Aufstellung, finde ich. So, und die spielen nicht außen, sondern innen und die bleiben so. Das könnte sehr interessant werden. Und wir passen auf nicht Mario Barth, sondern Fleming Barth auf. Und jetzt... Müssen wir noch natürlich schwer deckt wen machen. Ist natürlich gegen so einen kleinen Gegner nicht so relevant, wie wenn man das dann gegen die Bayern macht und dann sagt, man deckt zwei Leute oder drei Leute decken dann Ribéry und so. Das kann man ja alles angeben. Ja, so spielen wir mal. Dann machen wir mal ein Save auf jeden Fall. Und wir gucken mal, wir haben noch E-Mails zu checken. Also sieht dann aus, dass Meier auf jeden Fall wahrscheinlich wieder zurück ist, aber fit wird bis zum Spiel, weiß ich nicht, gegen Oldenburg. Aber deine Verletzung wird weg sein. So, Saisonvorschau ist verfügbar. Das gilt jetzt für die, glaube ich, nur erste Liga, wenn man hier draufklickt. Genau, da können wir jetzt sehen. Das ist aber ehrlich gesagt jetzt für die erste Saison nicht so interessant. Eher dann für die nächste Saison, weil jetzt ja noch keine wirklichen neuen Wechsel und so stattgefunden haben. Also, Trainingsziel von Pascal erreicht. Das freut mich immer. Sowas macht mich immer sehr glücklich. Das heißt, Entwicklung geht voran. Und dann entwickeln wir Torriecher weiter bei Pascal. Neue Gegenstände. Lukas Stohwasser hat auch Training. Das ist sehr gut. Ein Trainingsziel erreicht. Besonders, weil er gerade noch hinten dran liegt. Ein bisschen im Torwartkampf. Jetzt trainiert er Reflexe auf jeden Fall mal. Und dann können wir mal kurz auf die Amateure gehen und gucken mal, wieso die so spielen. Die spielen nirgendwo, die haben, entweder spielen die noch nicht oder ich glaube, die sind so klein, dass sie nicht teilnehmen dürfen. Das ist das, was mich nervt. Da wünschte ich, da hätten wir ein bisschen besser dran gedacht beim Editor noch. Weil dann hätten wir mehr geile Jugendspieler und hätten noch mehr euch besser einbauen können. Vielleicht könnt ihr mit Übereinstimmung sagt, hey Dico, ich finde es auch eine coole Idee mit den Jugendspielern, dass wir da ein bisschen faken, schiete doch ein bisschen Geld, aber nur für die Jugendmannschaft, für die Jugendabteilung, dass wir da die Chance bekommen, auch euch anderen da einzubauen,
dass wir da wenigstens ein bisschen Jugendtalente haben. Wenn ihr das sagt, wenn ihr sagt, nee, das ist echt uncool, Bro, lass mal lieber, dann mache ich das nicht, aber ich schlag das mal vor, weil mich würde es ehrlich gesagt reizen. Ich finde es ein bisschen schöner, die Chance, die sich noch bewerben, für die Leute, die Chance zu geben, dass wir das machen. Aber mehr auch nicht. Ich hasse sonst Cheaten in so einen Sachen, wirklich. Also, schreibt das mal unter die Kommentare, wie ihr das findet. Es geht hier wirklich nicht wirklich um Cheaten, um Schummeln, sondern es geht darum, einfach ein bisschen die Möglichkeit für andere zu bieten. Und ja, wir werden in den nächsten, das wird nämlich sonst so sein, für alle Bewerber, die noch kommen, die werden in den nächsten 2-3 Jahren nicht wirklich Teil dieses Teams, glaube ich zumindest, wenn wir nicht groß schnell erfolgreich werden und hier dieses Ganze ändern. Und wir wissen ja noch gar nicht, ob wir aufsteigen, auch wenn wir das Potenzial haben. Auf geht's in dieses Testspiel. Geht raus und spielt ordentlich Fußball. Das schauen wir uns natürlich auch in einem Textmodus an. Logisch. Das wollen wir natürlich auch genießen. Und dann gucken wir. In Hamburg steht heute Hans-Peter Schmadtke und Frank Pappenberg an der Seitenlinie. Also die beiden Trainer. Und Anpfiff dieses Testspiels, bevor es wieder in die Liga reingeht in der nächsten Folge. Der Ball rollt. Schiedsrichter, können wir mal schauen. 410 Zuschauer sind in der Bro Arena. Fabian Leipold ist der Schiedsrichter. Beide Mannschaften schon jeweils mit einer schönen Kombination, wenn es auch noch nicht zu einer echten Chance gereicht hat. SVH spielt vorwiegend mit hohen Flanken, ganz genau. Aber bisher passiert nicht viel in dem Spiel und wir sollten vielleicht mal das Pressing erhöhen gegen Klein. Wir sehen, nach einer Flanke von Sefer verschätzt sich Holz, der Torwart, unterläuft den Ball. Hinter ihm steht aber Bierig, der auf Sicherheit geht und zur Ecke klärt. Schade. Ecke, die erste. Sefer macht das immer, wenn Meier nicht dabei ist. Von links. Müller-Maybach will den Ball am kurzen Pfosten verlängern. Bierig ist einen Moment eher am Ball und kann die Ecke von Sefer per Flugkopfball klären. Verdammt, verdammt, verdammt. Ist ja nur ein Testspiel. So. 12 Minuten schon gespielt. Nichts passiert bis auf eine Ecke. Das ist ein bisschen traurig. Deswegen machen wir jetzt mal voller Angriff. Und da passiert doch schon was. Maleska, der jetzt die 24 trägt, spielt raus auf Pascal, der direkt weiter rüber Müller-Maybach flankt. Bereits im Strafraum legt dieser quer auf Wellerhul, der aus 8 Metern reinmacht. Wellerhul mit einem Treffer. Sehr schön, Wellerhul. Dann muss ich mich doch nochmal zum Thema OM überlegen. Und jetzt Janni unterbindet hier mit einer guten Aktion einen Angriff des Gegners. Sehr schön. Ja, und Thomas Müller-Maybach mit seiner ersten, Quatsch, nicht ersten Vorlage, steht erstes Tor. Aber das ist ja auch ein Feuerspiel, deswegen wird da nicht anders ganz gezählt. Und Abseitsstellung von Flemming Barth, der Stürmer von Flensburg 08. Gleich gut eine halbe Stunde gespielt. Wir führen 1-0. Das könnte ein bisschen besser sein, aber ich bin zufrieden. Wellerhul zeigt in den Testspielen immer gute Leistungen. Jetzt müssen wir das auch dann in der Liga hinkriegen. Da freue ich mich dann drauf, weil ich auf OM eigentlich sehr, sehr stehe. Ein Schuss von Jansen wird von Maleska zur Ecke abgeblockt. Ecke, die erste links. Kutschi macht das für Flensburg 08. Bringt den Ball herein. Flemming Barth nimmt den Ball am kurzen Pfosten. Volley 2 Meter links vorbei. Jetzt rückt da nochmal Flensburg ganz schön ran, ne? So ein bisschen. Erhöhen wir mal den Einsatz ein wenig. Wir wollen ja Gas geben. Flensburg 08 kann eine Flanke von Sefer nicht klären. Thomas Müller-Maybach stoschert den Ball irgendwie zu Stefan Bürgner, der aber im Abseits steht. Schade. Und wir sehen hier die Noten. Wellerhul mit einer 1,0. Kapp ist mal wieder mit einer guten Note. Das ist ja der Wahnsinn. Du hast immer gute Noten irgendwie. Bürgner wieder eine 4,0. Er ist ein bisschen, mit dem muss ich mal ein bisschen reden noch. Den muss man mal ein bisschen aufbauen noch, den Jungen. Ein Schuss von Marcel Hill wird von Tockernell zur Ecke abgeblockt. Die zweite Ecke jetzt schon für Flensburg 08. Kutschi immer wieder. Ramadanowski köpft die Ecke in die Rückenlage irgendwo aufs Tor. Aber Strohwasser ist zur Stelle und wehrt den Ball mit einer etwas auf Schauspielerei ausgelegten Parade zur nächsten Ecke ab. Ach so ist das, Lukas. Du bist also ein kleiner Schauspieler. Nächste Ecke für Flensburg 08. Gute Ecke auf den Flensburger Punkt. Ist auch gut. Elfmeterpunkt. Strohwasser verlässt sich da nicht auf seine Verteidiger. Kommt da raus und pflückt das Leder sicher aus der Luft. Ja, Lukas, du machst das gut heute. Also
Das ist ganz gut und ich glaube, hier kommt das 2:0. Flanke Pascal von links, Kopfballablage von Stefan Bürkner auf den freistehenden Thomas Müller-Maybach und der junge Stürmer trifft aus 14 Meter in die lange Ecke zum 2:0. Thomas Müller-Maybach, eine Vorlage, ein Tor, das ist natürlich richtig gut. Also, wie gesagt, ich brauche einen 12. Mann, dass ich wieder Ronaldinho auf DM einsetzen kann, aber den OM mit Vellarul lassen kann, denn die Außenverteidiger machen das gut. Und jetzt ganz schwaches Abspiel von Vellarul. Eine schöne Angriffsmöglichkeit ist verpufft. So, ich habe vergessen aufzuwärmen für die anderen Spieler, die jetzt gleich zum Einsatz kommen. Wärmt euch mal schnell auf, Leute, schnell. Halbzeit, 2:0 für den SV Hamburg gegen Flensburg 08 in einem Nordderby. Und jetzt gucken wir mal, was wir machen an Wechsel. Auf jeden Fall kommt Dico für Janni auf die rechte Seite, Stark für Vellarul, Lukas Stoll kommt auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob Pascal oder Bürkner rausgeht. Pascal ist auch nicht so prickelnd. Ah, ich würde den Müller-Maybach so gerne als Stammspieler haben, weil er wirklich klasse war in den letzten Spielen. Aber er kann nur wirklich LA und RA, also teilweise RM auch. Ich würde nämlich hier dieses LA loswerden, aber ich kann ja nicht hier dann ganz anders spielen. Ich bringe jetzt Lukas Stoll für Bürkner. Nico Perry kriegt seinen Einsatz für Maleska. Der muss einfach mal ein bisschen, dass er seine Fitness hochkriegt. Mal gucken, ob wir noch einen Wechsel machen. Das kann Ronaldinho eigentlich noch so. Der Innenverteidiger war ja sehr, sehr gut in den letzten Malen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Cantaneo Exposito. Ja, das mit den Wechseln, das ist schon etwas schwieriger jetzt. Ich mache keine weiteren Wechsel. So sieht's aus. Dann schauen wir mal mit den Chancen 6:6. Also da ist Flensburg ganz schön gut. Die haben sogar Schüsse 2:3 aufs Tor, auch 2:3. Also wir können froh sein. Wir sind einfach, glaube ich, von der Chancenverwertung einfach ein bisschen besser. Ballbesitz 58:42. Und jetzt gucken wir mal. Lass uns genauso weitermachen. Dann fügt sich alles zusammen, ganz genau. Wen schicke ich aufs Massagebrett hier? Tokarnel, der ist nicht so frisch mehr, hat nur 91 gehabt. Justin Cup 92. Und lasse Vellarul, auch wenn er schon raus ist, mal noch massieren. Dann ist er fit fürs nächste Spiel auch. Loben den Thomas Müller-Maybach auf jeden Fall. Auch den Kappels, der ist der Wahnsinn. Der hat immer gute Noten bisher, das freut mich. Den Lukas, den lobe ich jetzt auch mal. Das hat er auch mal verdient jetzt. So. Dann Tokarnel lobe ich auch. Und dann müssen wir nochmal was motivieren. Und zwar den Pascal, den motiviere ich schon mal eine Runde. So. Teamwork ist bei uns immer schlecht, weil ich ja viel Rotation mache. Also wurscht. Weiter geht's in die zweite Halbzeit. Ich hoffe, wir kriegen mindestens noch 2 Tore hin. Das wäre schön. Und ich schicke auch gleich mal noch die anderen 3 hier zum Aufwärmen. Die kommen eventuell auch noch rein. Henning Beek vielleicht später noch. Gucken wir mal noch. Dico also jetzt für Vellarul drin, beziehungsweise für Janni auf der rechten Seite. Nico Perey für David Maleska. Perey nur Backup, also er wird nicht hier einen ablösen. Deswegen habe ich auch einen gekauft, der nicht so eine hohe Stärke hat, weil ich nicht will, dass ich dann denke, ach, der ist ja viel geiler als einer von euch. Deswegen mit Absicht einen Schwächeren als Backup gekauft. So, Flensburg 08, beziehungsweise eigentlich war ja die Idee ein bisschen besser. Da war ja eigentlich auch viel besser dran beim Scouten. Und wollte natürlich auch umbenennen. Ich habe auch verpeilt, ehrlich gesagt, dass er Originalspieler, existierende Spieler nicht umbenennen kann. Sorry für den einen oder anderen. So, Flensburg 08 ist derzeit äußerst unkonzentriert. Da kann Trainer Frank Pappenberg nicht zufrieden sein. Wir machen mal vollen Angriff hier auch. Nochmal alles nach vorne. Wir wollen noch ein Türchen machen, aber irgendwie wollen wir auch nicht mehr, habe ich das Gefühl. Jetzt mal in die nächste Ecke, links Sefer die zweite, die Ecke fliegt zunächst über den 5-Meter-Raum hinweg, aber dann kommt Stark an den Ball, stoppt ihn mit der Brust und schießt dann direkt nur um wenige Zentimeter, streicht der Ball am kurzen Pfosten vorbei. Ah, schade. Das wäre es jetzt gewesen und jetzt bringe ich mal Henning Beek für Sefer schon mal rein und gleich machen wir auch noch die beiden, bringen wir auch noch
Dann haben wir das mal, dass jeder gespielt hat. Obwohl Ronaldinho können wir gleich mal auf die Innenverteidigung setzen. Aber jetzt erstmal Thomas Müller-Maybach flankt von rechts scharf in die Mitte auf Luca Stoll, der dann aus Metern drüber schießt. Aus 9 Metern. Mensch, Luca. Ich hätte doch gern 1-2 Tore, ehrlich gesagt. Pascal hat sich davon gestohlen und erhält eine schöne Steilvorlage auf Jona Stark oder von Jona Stark. Am Strafraum spielt er clever in den Rücken der Abwehr auf freistehenden Müller-Maybach, der aus 12 Metern trocken ins Tor reinschiebt. Sein 2. Treffer heute. Nein, gar nicht. Ich muss den letzten Satz, ich muss ihn mal zu Ende lesen, aber kläglich verzieht. Ich habe nur noch gelesen, verlassenes Tor zum 3-0 einschieben will, steht da eigentlich. Schade, ich habe mich schon fast gefreut, dass das sein 2. Treffer macht und etwas ungenaue Reingabe von Gallinger auf Wildirim bekommt den Ball nicht mehr Richtung Tor von Lukas Stohwasser, der eventuell mit viel Glück heute zu 0 spielt. Das wäre auch mal schön. Und ein Wechsel bei Flensburg. Wir gehen jetzt auch nochmal ran mit den letzten Wechseln. Machen wir jetzt mal da. Gut, ich habe Jonas Stark erst eingewechselt. Den kann ich jetzt nicht mehr rausnehmen. Ronaldinho kommt für Tokarnel zum Innenverteidiger rein und Stoll, ich werde jetzt Müller-Maybach mal im Sturm testen und Pascal geht hier raus und es kommt Cantaneo Exposito auch noch, dass er auch noch seinen Einsatz auf jeden Fall bekommt. So, mal gucken, ob das effektiv ist. Warum hat der Schiri mich schon bereits im Auge? Ihr habt doch noch gar nicht wirklich rumgemeckert heute. Weiß auch nicht, was der Schiri da hat. Gerade passiert nichts mehr. Schiedsrichter Fabian Leibold bisher mit einer tadellosen Leistung. Er hat das Spiel wirklich gut im Griff. Ja, ich habe noch nichts zu nörgeln, gab nichts zu lesen irgendwie, dass er Fehlentscheidungen gemacht hat mit Karten oder so. Karten gab es noch gar nicht, aber jetzt gibt es erstmal einen weiten Einwurf von Henning Beek. Aber der Torwart kommt heraus und fängt den Ball ab. Sein Versuch, einen Konter einzuleiten, misslingt allerdings und der SV Eintracht Hamburg ist wieder im Ballbesitz. Sehr schön, dann können wir bitte noch ein 3-0 machen. Vielleicht kommt das ja jetzt. Eine weite Flanke von Lukas Stoll bringt Jonas Stark aus 8 Metern per Kopf nicht auf das Tor. Biri konnte nicht entscheiden, stören. Trotzdem war das eine echt recht gute Chance. So, weiter so klicke ich jetzt mal an. Glaube ich, hieß das auch mit dem Stern. Und wir sehen auch, Cantaneo Exposito sieht auf rechts Thomas Müller-Maybach, dessen Flanke Lukas Stoll mit dem Kopf erwischt. Henning ist zu verdanken, dass nicht 3-0 steht, der Torwart. Wir haben dem Torwart verdanken, dass nicht 3-0 steht. Das ist ja wirklich schade. Müller-Maybach und Lukas Stoll hätten jetzt aber ganz schön noch ein Tor verdient. Beide, die waren jetzt gut. Wir sehen auch Jonas Stark eine 1,5, Lukas Stoll eine 2,5, Thomas Müller-Maybach eine 2,5 und natürlich gab es eine 2,0. Aber auch, ich freue mich auch, dass Lukas eine 2,5 hat. Sehr schön, dass unser zweiter Keeper auch wieder rankommt an das Team und ein gutes Backup aktuell oder beziehungsweise Jürgen Becker wieder den Kampf ansagt. Und das hatte ja Lukas auch geschrieben in den Kommentaren. Er gibt nicht auf, er gibt alles. Und das sieht man jetzt auch in diesem Testspiel. Jonas Starke prüft nochmal Henning, Yannick Holz aus 27 Metern und Dico spielt fair raus, weil sich Sidney Dobbeck verletzt hat, aber es geht glücklicherweise weiter. Dico, das bin ja Icke. Bisher bin ich ja der Beste, was Führungsqualitäten angeht, aber ich bin grauenhaft bisher und bin wirklich nur bisher zweitrangig und Bankdrücker. Und Flensburg verkackt hier eine Chance, noch einen Anschlusstreffer zu machen. Nochmal, diagonaler Ball von Marcel Cantaneo Exposito in den Rücken der Abwehr. Lukas Stoll steht frei, scheitert aber aus 10 Metern. Aus 10 Metern! An Schlussmann Yannick Holz. Ach Mann, das muss doch jetzt endlich mal das nächste Türchen noch kommen. Aber gleich ist ja schon Abpfiff. Ob da jetzt noch was kommt, nur noch eine Minute zu spielen in diesem Testspiel. Es wird eine Minute nachgespielt, aber ich glaube, das war's. Ich glaube, es kommt keine Chance mehr. 2-0 für die ein bisschen schwach. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Abpfiff. 2-0 gewonnen. Aber ich muss sagen, es ist ein erfolgreicher Test. Nicht vielleicht vom Ergebnis her. Obwohl, ich meine, 2-0 Sieg ist super.
Aber von der Beobachtung von einem anderen Spieler fand ich sehr, sehr interessant, muss ich schon mal sagen. Und jetzt kommt die Auslosung der zweiten Runde. Die erste Runde haben wir verpasst, weil ich noch nicht angegeben habe, dass ich jede Auslosung sehen will. Das habe ich in den letzten Folgen schon mal erklärt. Glaube ich, brauche ich nie nochmal machen für alle, die hier jede Folge sehen. Und wir schauen uns das an. Ich finde, da habt ihr auch Bock drauf. Schauen wir mal. Nordhausen, Wacker Nordhausen empfängt zu Hause FC Schalke 04. 72 trafen, die schon mal aufeinander stand gerade da unten. Und RB Leipzig spielt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, die 1960 den Pokal gewonnen haben. Sonnenhof Großasbach mit unserem Paschonik spielt zu Hause gegen Hertha BSC Berlin. Ja, da kriegt der Paschonik gleich schon die Bio-Kal-Erfahrung. Das freut mich. VfR Aalen zu Hause gegen Hallescher FC. Wird das nicht noch umgedreht? Nee, wird nicht. Dann SV Elversberg, die sind in der Regionalliga Südwest gegen Hannover 96, die 92 den Pokal gewonnen haben, konnte man gerade noch lesen. Aue, Zweitligist, empfängt SV Darmstadt, auch Zweitligist. Oh, ein Zweitliga-Duell. Dann Viktoria Köln gegen Rot-Weiß-Essen, Regionalliga Derby. Nee, Rot-Weiß-Essen ist, glaube ich, sogar dritte Liga. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Leverkusen, 93 den Pokal gewonnen. Gegen SC Freiburg, ein Bundesliga-Duell in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Und jetzt SC Paderborn gegen den ersten FSV Mainz 05. Noch ein Erstliga-Duell in der zweiten Runde. Der erste FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf. Auch ein sehr gutes, spannendes Spiel, denke ich. Dann sehen wir SV Sandhausen gegen den VfL Wolfsburg. Vielleicht eine einfache Runde für Wolfsburg, wer weiß. Sandhausen haben wir auch nicht unterschätzen. Eintracht Frankfurt gegen Hamburger Sportverein. Das wird ein Knaller. Wir wissen, da passieren immer viele Tore, wenn es Frankfurt gegen Hamburg heißt. Zumindest war das in der Vergangenheit meist so. Bayern München gegen Dortmund in der zweiten Runde. Oh, meine Herren. Meine Herren, was für ein Knaller. Und jetzt kommt mein Lieblingsverein, Kaiserslautern mit HSV und Dortmund-Wolfsburg. Einer meiner Lieblingsvereine, also mein ganz, ganz großer Verein. So an sich gegen Nürnberg, also auch ein riesen Zweitliga-Duell, ganz klar. Ja, Greuther Fürth empfängt SV Werder Bremen. Werder Bremen 91 den Pokal gewonnen, aber ich glaube auch vor kurzem erst, also was heißt vor kurzem, aber noch nicht so lange her, oder? Wenn ich mich recht erinnere, dann FSV Frankfurt gegen 68 München. Die letzte Partie. Also da sind schon einige Knaller. Das ist ja schon das DFB-Pokalfinale und das schon in der zweiten Runde. Heavy. Richtig heavy. So, das dazu, da haben wir in dieser Folge auch mal das gesehen, das finde ich ganz cool, Champions League und auch Europa League Auslosungen werden wir auch gemeinsam uns immer angucken, das habe ich auch so angegeben, die anderen Pokalauslosungen, die dann immer aufpoppen, die werde ich ganz schnell durchsippen, die mache ich nur, weil man das so nicht anders angeben kann. So, Bella Ruhl hat ein Tor gemacht, Müller-Maybach hat ein Tor gemacht und eine Vorlage, das freut mich sehr, sehr, sehr verdächtig. Und Kapp ist mal wieder der Beste, ist der Wahnsinn, da haben wir schon ein Riesentalent auf LV. Also nicht, dass ihr auch, aber Jonas Stark 1,5. Velarul war schon stark, ne? Aber Jonas Stark war noch eine Runde besser. Nicht schlecht, der Specht. So. Das dazu. Wir schauen nochmal. Erlebt Achterbahn der Gefühle. Moritz Wolz beim TSV 68 München. SV Sandhausen vom Punkt nicht zu bezwingen. Haben wohl schon gespielt, die zweite Liga, ja. Das schauen wir uns aber immer erst an, wenn wir selbst in der Liga gespielt haben. Und wir sehen, noch 5 Wochen, Sepp verletzt, noch 10 Tage, Felix Meier verletzt. Das war's mit dieser Folge, ich freue mich auf die nächste, dann geht's ran gegen Oldenburg, dann haben wir noch das Nordderby gegen Bremen 2, Lüneburg, Weiche, also es wird richtig gut, die Wolfsburger 2 sagt man sogar unentschieden in der Prognose, es wird richtig gut und wir sehen auch mit der Form, Kappes explodiert bald mit der Form, aber auch andere haben wir durch dieses Testspiel jetzt da oben boxen können, das ist schon mal genau das, was ich erreichen wollte zum Thema Form, ich freue mich, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und vielen Dank auch für das viel abonnieren. Ich hoffe, ihr helft mir noch weiter. 500 Abonnenten sind wir gerade dabei, diese Woche zu knacken und ich hoffe, wir schaffen das jetzt ruckzuck auf die 1000 zu
Und das wäre echt cool, wenn ihr da noch ein bisschen weiter erzählt oder sonst was. Und dann gebt bitte nochmal in den Kommentaren zum Thema Jugendarbeit Bescheid, was ich da vorhin erwähnt hatte. Bis dahin, euer Diego von Bro Hulks.